Ja, um uns etwas Langeweile zu vertreiben. Auch wenn es ein bisschen komisch aussieht, oder? Da kommt das ist gleich hin, da ist es mittig. So, das ist eine 1. Jetzt das Pluszeichen hinkriegen. Und ja, ich lass die das schaffen. Kümmern wir uns mal ein bisschen um Ästhetik. So. 1 plus 1 ist 2. Seit minus 1 ist 0. Bräuchte ich die hier noch. Das sieht wie eine bessere 1 aus, oder? Immer noch etwas komisch. Das sieht aus wie ein Ja gut, brechen wir mal ab und lassen die Spielerei. Muss aber auch ab und zu mal sein. Dann gucken wir uns die Bahn, was die Jungs so treiben. Oh! Wir sind, was Steine angeht, doch ganz schön runter mittlerweile. Nur noch auf 3200. Das sieht wieder sehr toll aus. Und wieder ist es der arme Bestiol. Der arme, arme Bestiol.
Ja, irgendwie funktioniert es gerade. Hier füllen sie auch wieder sehr, sehr komisch. Wobei es gut ist, dass sie hier zu machen. Dann können wir beide in die Richtung verschieben. Den letzten Abschnitt hoffentlich. Schon mal einen Teil verschieben. Und hoffen, dass die beiden gefüllt werden. Oh, so weit können wir nicht schieben. Wir müssen das Fleck hier noch drin lassen. Aber hey, so kommen wir weit genug. Wobei ein Feld, also eine Reihe hier vielleicht dann noch, dass das hier auch gemacht ist. Und kaum guckt man mal nicht hin, hinterlassen sie wieder Saustall. Es ist aber dieses Mal nicht Bestiol, der es wegmachen muss, es ist Deimos. Fehlt irgendwie wieder eins. Entweder ist es weggeflogen oder es waren nur neun. Oh, sehr schön. Na gut, machen wir noch zwei. Das könnt ihr auffüllen. Dann sind wir hier auch soweit fertig. Dann haben wir hier einen schönen Übergang und nicht das umgegrabene Zeug. Haben auch Rampen, wo sie hoch und runter können. Wie gesagt, da würde ich gern noch füllen, aber ich hab halt nichts. Die da bringen nämlich nichts. Ich hab nur die da. Alles zu groß. Die haben wenigstens bald ihre erste Schicht weg. Und der Stall ist despawned, schade. Okay. Zwei haben sie hier schon rausgehauen. Und zwei hier. Mann.
Sonne ist übrigens wieder am Untergehen. Dann sollten wir, bevor die Sonne fertig untergegangen ist, lieber hier einen... ...fletten. Eins in die Richtung, eins in die Richtung. Eins runter, bitte. Perfekt. Das heißt, sobald sie hier fertig sind, kann ich sie alle umswitchen auf das da. Und muss das nicht machen, wenn es stockdunkel ist. Da liegen schon wieder Steine rum. Ihr macht das so absichtlich. Das machst du jetzt auch absichtlich, Chippo. Da hat einer jetzt fast schon fleißig das Gebiet hier abgesteckt. Wenn irgendeiner meiner Zuschauer dieses Spiel kennt und weiß, wie man hier Rampen hinkriegt, dann soll er sich bitte bei mir melden. Das würde ich wirklich gern begrüßen. Weil ich selber habe keine Ahnung, ob das geht. Ich bezweifle es. Weil leider haben die Entwickler nicht an alles gedacht. Aber hey, es klappt irgendwie. Ich meine, wenn wir uns ansehen, wir sind jetzt schon 51 Stunden, 51,5 Stunden in diesem Projekt. Und haben es schon mittlerweile geschafft, hier zwei Täler flach zu machen, also zu erheben. Zwei Berge komplett niederzumachen. Und jetzt müssen wir nur noch das Hochplateau, das Plateau hier entfernen und eine saubere Ebene draus machen. Das haben wir alles auch so mit den Hilfsmitteln hingekriegt, die wir haben. Was wiederum wieder positiv auf das Spiel ist. Gut gemacht, Kong. Wer hat sie hier mal wieder nicht mehr alle? Oh, wir sind auf 2680 runter. Da sieh mal einer an.
So, Chipboard mal aufgeräumt. Schischka, oder mit dir den Stein einsammeln. Ich kann gerade nicht sehen, okay, du hast 20, du hast auch 20. Daimos, warum? Warum bringt es nichts, wenn ihr hier einfach die Ecke angreift und das stürzt das ganze Ding ein? Ich meine, es gibt Sprengpulver, aber so effektiv ist das leider nicht in dem Spiel, dass ich einfach hier den ganzen Dinger vollpacken und in die Luft jagen könnte. Wäre aber mal die Idee auszuprobieren, was, wie gut die wirklich sind. Escape. Dann stellen wir so lange mal das hier auf Barrels um. So, der soll sich mal drei Stück, drei Bretter holen. Dass wir... drei Barrels machen können. Wenn wir ein bisschen zuschauen. Flop, Barrel. Da sprudelt es aus der Chemieflasche. Flop, Barrel. Okay, wo stellen wir die mal auf? Würde sagen. Nein, ich will da kein Stockpile. Ich will hier ein Barrel. Hier ein Barrel. Und hier ein Barrel haben. Sollte unsere Hilfskraft jetzt auch da mal aufstellen. So, euch kann ich hier rüber verschieben. Thank you.
Er geht hier hoch. Und stellt uns die Fässer auf. Fässer macht Buben.